Und deswegen bleibe ich dabei. Wir wollen international diese Debatten und Gespräche führen. Und da ist auch die Ebene der Vereinten Nationen eine richtige. Und ich kann nicht verstehen, dass man das kritisiert, dass man diese Gespräche international führt. Es ist nicht jeder Satz, der in einem Papier geschrieben wird, automatisch ein Satz, den wir uns selber 100% zu eigen machen würden. Aber dass da die Dinge, die uns in besonderen Maße interessieren, auch im Global Compact adressiert sind, das ist Teil der richtigen Beurteilung. Und ich verstehe nicht, warum man diese Elemente, stärkerer Grenzschutz, Rückführungen, Zugang zu Gesundheitsleistungen, anderer Umgang mit Migranten in den Transitländern und vor allem die Verantwortung der Herkunftsländer, dafür zu sorgen, dass sich nicht so viele Menschen auf dem Weg raus aus diesen Ländern machen. Dass man das jetzt kritisiert, das kann ich nicht verstehen. Glauben Sie denn, wenn in diesen Ländern die Situation sich nicht verbessert, dass dann weniger Menschen zu uns kommen? Es werden mehr kommen. Und deswegen haben wir Interesse daran, dass sich das verändert.